Ich bin Gisela Bevier, bin inzwischen 60 Jahre, wohne schon seit 52 Jahren hier in Weißenfels. Ich war von 1994 bis 2001 auch die Oberbürgermeisterin von Weißenfels. Schuhe waren für mich immer schon etwas Wesentliches. Also ich kann mich noch erinnern, in meiner Lehrerzeit oder in meiner Tätigkeit als Erzieherin, da habe ich ein ganzes Körbchen voller bunter, verschiedener Farben Schuhcreme erhalten. Das haben die natürlich gemacht, weil ich verschiedene Paar Schuhe hatte, in verschiedenen Farben auch immer. Und diese Schuhe, die ich Ihnen heute zur Verfügung stelle, das sind eigentlich Schuhe, die habe ich mir gekauft, damals zur Vereidigung als Oberbürgermeisterin. Ich weiß noch, ich hatte ein lindgrünes Kostüm und diese weißen Schuhe, das passte halt zusammen. Eine Planung, Oberbürgermeisterin zu werden, das gab es überhaupt nicht. Also ich bin einfach in diesen Wahlkampf gegangen mit dem, was ich hatte. Meine Plakate waren bestimmt die mickrigsten und die niedlichsten und die wenigsten. Und ich glaube ganz einfach, man kannte viele Menschen und wollte etwas ehrlichen Herzens auch für die Stadt Weißenfels erreichen. Das war eine Zeit, die aufregend war. Wir wollten unbedingt mitgestalten, wollten unbedingt mitmachen und haben uns auch wirklich engagiert. Wir hatten viele Chancen. Die meisten haben wir gut genutzt, manche haben wir auch liegen gelassen. Und ich denke trotzdem, dass es für uns eine spannende Zeit war. Also unsere Generation war eine tolle Zeit gewesen. Zu Hause ist eigentlich da, wo meine Familie ist, wo ich mich wohlfühle, wo meine Kinder sind, wo meine Freunde sind. Ich bin geboren in Oberschlesien und ich kann mich dort auch an eine wunderbare Zeit erinnern mit meiner Familie, mit meinen Eltern. Damals war mein Bruder sehr klein. Ich bin die große Schwester und das war auch zu Hause. Ich arbeite in der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH und Co. KG. Das ist also ein sehr großes Unternehmen, das nicht nur Mineralwasser herstellt, sondern eben auch im Kunststoffbereich tätig ist. Und zu unserer Sparteproduktion gehört auch die gesamte Produktion der Backwaren, also alles das, was Sie bei Lidl zu kaufen bekommen, ob das Brot, Brötchen oder Süßes ist. Meine spezielle Aufgabe ist es, in dem Bereich Investitionen tätig zu werden, Rechnungen zu prüfen, bestimmte Bestellungen nochmal auszulösen, Kontakte mit den Firmen zu halten, ganz besonders aber auch mit unseren Kollegen in den Werken. Das ist eben das Schöne. Oftmals kennt man sich gar nicht, weil das ein sehr großes Unternehmen inzwischen geworden ist. Aber man kennt die Stimmen am Telefon und erkennt sich dann also auch schon ganz schnell, dass man, wen man da jetzt gerade aus dem Vogtland vielleicht oder aus der Weser Ems am Telefon hat. Meine drei Vereine sind einmal, wo ich ehrenamtlich tätig bin, das ist einmal der St. Laurentius Verein. Es ist ein diakonischer Verein und wir betreiben als Verein ein Pflegeheim. Der zweite Verein ist der Frauenhausverein. Den stehe ich im Vorstand vor. Also dort haben wir einfach als Verein auch wirklich jahrelang schon sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und da sind wir sehr froh und sehr stolz drauf. Und der dritte Verein ist natürlich momentan mein kleines Sorgenkind. Das ist der Ladegastverein. Also Friedrich Ladegast war ja ein großer Orgelbauer, eigentlich fast ein Sohn der Stadt Weißenfels. Er ist zwar hier nicht geboren, aber hat hier viele, viele Jahre gelebt, hatte hier eine Werkstatt. Und wir haben auch in der Laurentiuskirche, das ist also die Kirche, wo wir das Pflegeheim haben. Das ist also ein kleines Kirchlein an dem Pflegeheim dran. Und in dieser Kirche gibt es eben auch eine Ladegastorgel. Und nun haben wir als Verein dort eine Ausstellung, eine Dauerausstellung aufgebaut. Das nächste Objekt war nun die Ladegastorgel. Die sollte wieder so richtig schön für Konzerte vorbereitet sein und sollte auch wieder richtig schön spielen. Und das ist uns auch gelungen. Wir haben auch Gott sei Dank
viele Unterstützer gehabt, insbesondere das Land Sachsen-Anhalt, das uns hier mit Fördermitteln geholfen hat, die Sparkasse hat uns geholfen, die Weißenfelser Unternehmen, die Stadtwerke, also viele private Menschen, die uns hier geholfen haben mit ihren Spenden. Und all das war sehr schön bis November letzten Jahres. Dann bekamen wir die Nachricht, die Orgel wurde auseinandergebaut, die liegt also heute noch in unserer Laurentiuskirche. Und wir bekamen dann leider die Nachricht, dass unser Orgelbauer tödlich verunglückt ist. Das hat uns natürlich sehr zurückgeworfen. Nicht nur uns als Verein, weil wir ja mit unserer Orgel nicht weitergekommen sind, sondern wir haben also im Grunde genommen auch an den jungen Mann, der eine Familie hinterlassen hat mit zwei kleinen Kindern und Frau. Und das war, glaube ich, sehr schlimm. Und wir haben wirklich sehr, sehr große Solidarität erfahren, auch von vielen Menschen in Weißenfels. Jetzt haben wir eine zweite Ausschreibung also gestartet. Ich hoffe, dass wir einige Angebote bekommen. Wir haben 7 Orgelbauer angeschrieben. Ja, das ist immer so, den wichtigsten Erfolg als Oberbürgermeisterin, da gibt es nicht nur einen. Aber ich denke, ganz einfach wichtig waren in meiner Zeit die Sanierung, der Beginn der Sanierung des Schlosses. Weiterhin waren Entkernungen in der Marienstraße, die heute natürlich eine wunderbar bebaute Straße ist. Wunderbar eigentlich sind der Beginn der Kreisel in Weißenfels. Wir haben den Anfang gemacht mit dem Kreisel, der oben von der Autobahn kommt. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Lösung. Immer besser als eine Ampel. Die Sanierung des Rathauses ist abgeschlossen gewesen damals. Heute stehen wir wieder in der Situation, dass das Rathaus wieder saniert wird. Ganz wichtig war der Grundstein, den wir gelegt haben für unsere große Sporthalle, für unsere Dreifelder-Sporthalle, wo heute unsere Basketballer und unsere ganz besonders Uni-Hockey auch die Mannschaften spielen. Und natürlich eines muss man lassen, eine lange, 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 lange Zeit war ja immer diese Weißenfelser Umgehungsstraße in aller Munde. Und ich glaube, 1992 gab es dann den ersten Spatenstich. Heute ohne Umgehungsstraße wäre das Leben in der Stadt absolut nicht mehr lösbar. Also das Kulturhaus konnten wir damals 2000, glaube ich, war das gewesen, 2000 das erste Mal wieder eröffnen, nach einer riesenlangen Bauzeit. Mir gefällt das natürlich, dass viele Menschen das positiv sehen und akzeptieren und auch respektieren. Und leider, muss ich immer wieder sagen, gibt es auch Menschen, die eigentlich sich selbst schaden, weil sie eigentlich der Stadt schaden, weil dieses ständige Genörgle und eigentlich das positiv als selbstverständlich sehen, also darüber redet man überhaupt nicht mehr. Man kann und soll auch immer Kritik üben, immer. Das soll man nicht hinterm Berg halten. Aber man muss auch respektieren und akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sich so wahnsinnig viel Mühe geben und immer wieder Neues schaffen und immer wieder Neues entstehen lassen. Und denen sollte man einfach auch mal ein stilles Dankeschön sagen. Einen Menschen zu beurteilen, ist natürlich immer eine schwierige Geschichte, weil man kennt nicht immer den Menschen aus all seinen Richtungen, aus all seinen Facetten, aus all seinen Hintergründen. Man beurteilt ihn so, wie man ihn sieht. Da muss ich auch wirklich zugeben, dass ich manchmal auch sehr schnell sage, mein erster Eindruck ist der beste. Nee, das ist es nicht. Das muss man einfach auch mal so einsehen, dass das nicht immer richtig ist. Je älter ich werde, desto mehr nehme ich mir auch die Zeit, auch mal so ein bisschen hinter diesen Menschen zu sehen und zu sagen, ja, warum ist das jetzt so gewesen? Und deswegen wünsche ich mir eigentlich auch ein bisschen mehr Verständnis für auch manche politische Entscheidung, die in unserem Land getroffen wird. Es geht mir jetzt nicht nur um die Stadt Weißenfels, sondern es geht mir auch direkt über unser Land. Wir sind da so ein bisschen, so ein bisschen scheuklappenmäßig unterwegs und versuchen da auch gar nicht mehr so in die Breite zu sehen und dieses ganze Große drum und dran zu erkennen. Da denke ich schon, dass man sehr schnell Urteile spricht,
dass man und verurteilt vor allen Dingen. Ja, also als ich mein Amt angetreten habe, da war ich gerade mal frisch 36 Jahre. Da kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass es die eine und andere Erfahrung überhaupt gar nicht geben konnte. Ich erinnere mich an eine der ersten Aufsichtsratssitzungen der Stadtwerke. Herr Gott, es war so aufregend, weil für mich waren ja da Fachleute da. Ne? Es sind ja nicht nur Politiker dort gewesen, sondern eben es waren auch Fachleute da. Ich war nun der Neuling und sollte diese große Aufsichtsratssitzung leiten. Ich habe dann auch gleich zu Beginn gesagt, sehen Sie es mir bitte nach. Ich kann nicht alles wissen und ich bitte und wünsche, dass Sie mich einfach hier unterstützen. Und diese Unterstützung hatten wir eigentlich auch die ganzen Jahre. Ich merke schon, wenn die Schuhe einfach für mich zu groß sind. Ne? Aber dann glaube ich ganz einfach, bin ich dann auch mutig genug, um zu sagen, also hier habe ich keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Also hier kann ich nur mich rantasten und Sie müssen mir einfach helfen. Also ich denke mal, Schuhe sind natürlich sehr wichtig, aber ich glaube, viel wesentlicher ist, dass die Geborgenheit da ist. Geborgenheit da ist, das heißt, dass ich mich sicher und wohl fühle, dass ich nicht hungern muss, dass ich mein Bett habe, dass ich nicht noch mit 3 oder 4 anderen teilen muss. Ich sage immer zu meinen Enkelkindern, das, was du weißt, kann dir niemand wegnehmen. Ich sage, das gehört nur dir und du kannst was draus machen. Das gehört für mich einfach in dieser Gesellschaft dazu, dass es jedem Kind und das nicht nur Deutschland, aber ich glaube auch weltweit, dieser Zugang zur Bildung einfach da sein sollte. Dieses offene Europa, nicht nur Europa, sondern eben auch diese offene Welt, die wir ja nunmehr auch seit jetzt fast 30 Jahren bereisen dürfen. Jeder, wie er es gerne hätte und wie er es kann. Aber unabhängig davon ist erstmal, dass diese Möglichkeit besteht. Und die ist schon sehr wichtig. Irgendwo hinfahren und mich da in einen Strandkorb zu setzen, das ist nicht mein Ding. Ich möchte auch von dem Leben und der Menschen dort etwas erfahren. Und ich denke, desto mehr Verständnis haben wir dann auch füreinander. Also für mich ist erstmal eins klar, es passiert nichts im Leben ohne Grund. Und ich bin trotz alledem und all dem, was ich inzwischen schon erlebt habe, erleben durfte und erleben musste, ein sehr optimistischer Mensch. Und es geht nicht, gibt es für mich nicht. Ich sage immer, es geht vielleicht noch nicht oder ich kann es noch nicht, aber man kann es lernen. Also ich bin inzwischen eine 6-fache Großmutter und habe auch ein sehr inniges Verhältnis zu all meinen Enkelkindern. Und für mich ist es einfach wichtig, wenn ich mal nicht mehr da bin, dass meine Enkelkinder sagen, oh, das hat uns damals die Oma erzählt. Fürs Frauenhaus wünsche ich mir natürlich, dass wir unser neues Domizil irgendwann mal fertig bekommen. Bei meinem Ladegastverein wünsche ich mir natürlich, dass wir die Orgel zum Klingen bringen. Und ich freue mich schon auf das erste Konzert, weil da habe ich ja schon so lange eine Zusage von Michael Schönheit, der uns das Orgelkonzert spielen würde. Und das ist natürlich ganz was Wunderbares in unserem kleinen Kirchlein. Ich wünsche mir natürlich, dass ich gesund bleibe und vielleicht noch ein paar Jahre auf dieser Welt sein darf und das eine und das andere noch miterleben darf, besonders natürlich im Rahmen meiner Familie. Ich würde mir natürlich, also das ist noch so ein bisschen so mein Traum, dass ich sehr gerne mir Vietnam anschauen würde.